Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution und in der letzten Folge hatten wir ein ganz spektakuläres Duell gegen die beiden hier, gegen Marcel und... Warte, Marcel und... Der Name steht da nicht, Hyde hieß er, glaube ich. Und nun suchen wir uns die nächsten Gegner aus und natürlich nicht Zane und Alexis, denn die beiden sind, denke ich, zu stark. Ich möchte es tatsächlich mal gegen die beiden probieren, gegen Bäschchen... Und Chess Princeton. Das wird bestimmt ultra schwer. Aber ich denke, wir sind soweit. Wir können es ja mal ausprobieren. Hehehe, du hast Nerven. Okay, fang an. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob wir irgendwas reißen können. Es kann gut sein, dass wir dieses Duell verlieren. Aber wir haben es nicht riskiert. Der wird auch nicht sehen, wie es ausgeht. Gut, probieren wir das Ganze aus. Wie gesagt, Cyrus und ich, wir passen nicht so gut zusammen, denn unsere Decks sind sehr verschieden. Er hat ein Maschinendeck und ich ein Wasserdeck und Omi, unsere Feldzauberkarte, verschwächt die Karten von Cyrus. Daher ist das kontraproduktiv, was ich da mache mit Cyrus. Und man hört es, ich bin immer noch erkältet. Ja, das stimmt. Und die letzte Folge hat mir tatsächlich alle Nerven geraubt. Das war echt krass. Echt krass. Was für ein Duell. Und davon bin ich gerade noch ein bisschen sprachlos und ich denke, das wird der nächste Knaller. Was ist das denn für eine Karte? Sagt mir so gerade nichts. Einmal in der Endphase des Spielzugs jedes Spielers kann dieser Spieler ein normales Monster Stufe 4 als Spezialbeschwörung von seiner Hand beschwören. Das hört sich nicht schlecht an. Können dann auch beide nutzen. Oh, wenn ich das schon wieder sehe, 1900er Karten. Wird nicht einfach. Oh! Nee. Ich wollte mich doch verkohlen. Aber das gibt's nicht. Wie kann man denn so ein Pech haben? Oh, nee. Alter Falter. Kein Monster. Einfach mal kein Monster. Nee. Gut, wir können uns verteidigen irgendwie. Na, ein legendärer Ozean brauche ich jetzt auch nicht spielen. Also. Ja, kann ich ja nicht. Jetzt kommt Chess. Also so ein Anfang darf man sich natürlich nicht leisten. Alter, was für ein verkorkster Anfang. Was für ein verkorkster Anfang. Wie sollen wir das nur bestehen? Stell dir mal vor, wir hätten jetzt die Fallenkarte nicht. Dann hätten wir ein ganz, ganz großes Problem. Aber gut, dass wir diese Fallenkarte haben. Ja, Cyrus, es tut mir leid, ich konnte jetzt nicht viel machen. Ich hoffe, du kannst gleich mehr machen. Das kann ein ganz, ganz schnelles Duell werden. Sowas von. Und wie? Wie gesagt, ich bin sprachlos noch vom letzten Duell. Und jetzt bin ich gerade sprachlos davon. Wenn wir gleich nichts ziehen, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Und Lichtschwerter wäre jetzt angebracht. Du kannst nur ein Monster auf deiner Spielfeldseite, auf der Spielfeldseite deines Gegners mit dieser Karte ausrüsten, wenn ein Monster des... Das ausgerüstete. Was rede ich denn da? Wenn ein Monster das ausgerüstete Monster als Ergebnis eines Kampfes zerstört und es im Friedhof liegt, füge den Lifepoint seines Gegners Schaden in Höhe der ATK des ausgerüsteten Monsters zu. Das hört sich nicht schlecht an. Aber diese Karte müssen wir auch erstmal zerstören und das hat er, glaube ich, gerade vor. Ja, die Karte ist stark genug. Warum denn nicht? Trotzdem empfehle ich dir, dass du gleich Lichtschwerter spielst.
Warum? Warum greift er jetzt diese Karte an? Naja, muss er wissen. Seine Entscheidung. Sein Geld. Seine Lichtschwerter. Dankeschön. Das hilft uns. Bäschchen zieht eine Karte. Und nein, damit kann er die Kontrolle tauschen. Dafür erhalten wir dann immer in der Standby-Phase 1000 Punkte, aber das wird negiert. Das wird annulliert. Der Effekt wirkt nicht mehr, denn wir haben ja hier Stopp-Tornado. Jetzt sind wir dran und oh nein. Echt jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Echt nicht. Ja, wir gehen in die Battle-Phase. Wir dürfen ja angreifen. Und durch die besondere Wirkung greifen wir jetzt diese Karte an. Bevor wir noch Probleme bekommen, sind ja einige Punkte und durch den Effekt der Karte dort unten erhält er ja noch mehr Schaden. 1900 und das sieht doch Bombe aus. Hast du gut gemacht, Cyrus. Ich kann hier gerade nicht viel beitragen. Das tut mir wirklich sehr leid. Es tut mir leid, Cyrus. Teusdale. Er switcht seine Karte in den Verteidigungsmodus. Ein gutes Zeichen für uns. Wir haben bisher noch kein Monster gespielt. Kein einziges. Nada, nix. Polymerisation. Kann man die beiden nicht fusionieren irgendwie? Das wird doch schon zum Tandem, oder nicht? Gibt es, glaube ich. Ich bin mir da allerdings unsicher. So, jetzt setzt er ein Monster, ein schwaches Monster natürlich. Und immerhin besser als gar kein Monster zu spielen. Ja, Eigenironie, die ist vorhanden. Topf der Gier, diese Karte brauchen wir auch noch. Unbedingt. In unserem Deck können wir sehr gut gebrauchen. Zwei Karten ziehen, das wird nicht cool. Und ich glaube auch, dass ich weiß, welche Karte nun kommt. Das Insekt. Aus der Sekte der Insekten. Ein Monster im Verteidigungsmodus und die Lichtschwerter sind weg. Und nun müssen wir etwas leisten. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Die Karte ist zwar Bombe hier, aber nee. Das kann doch nicht wahr sein. Es tut mir so leid, Cyrus. Es tut mir leid, Pocahontas. Battlephase. Angriff. Gut, dass wir diese Karte zerstören können. Falls das Ganze gut geht, natürlich. Wohlgemerkt. Geht gut, zum Glück. Eieieiei. Okay. Dann, können wir schon mal unseren Spielzug beenden. Also ich schäme mich gerade so ein bisschen. In einem Einzelduell wären wir schon untergegangen. Gut, dass Cyrus da ist. Er hilft uns. Nein, den Effekt möchte ich nicht lesen. Er switcht diese ganzen Karten jetzt in den Angriffsmodus. Und was hast du vor? Er greift an.
Sind die Karten denn jetzt stärker als unsere Lokomotive? Ja. Tatsächlich. Dann kommt nun tatsächlich Wabuku dran. Denn das möchte ich möglichst meiden. Ja, dann spielen wir diese Karte. Somit wird unsere Karte nicht vernichtet und Cyrus hat gleich nochmal eine Möglichkeit, sich zu beweisen. Mal gucken, was wir hier noch so erreichen. Fallengrube. Er greift natürlich an und ich denke, die Lokomotive, unsere stärkste Karte, ist gleich weg. Denn der böse Nebeneffekt wird uns dann das Genick brechen. Aber als Profidurland müssten wir natürlich auch mal was reißen. Aber wir haben eine gute Verteidigung durch Cyrus. Also Cyrus ist heute der Matchwinner. Muss man einfach so sagen, weil ich bin grottig. Ich bin tatsächlich hier gerade grottenschlecht. Ich gebe es zu, es ist... Da brauche ich mich gar nicht rausreden. Und da kommt schon wieder dieses Insekt. Und jetzt ist natürlich die Lokomotive weg. Die Lokomotive ist weg. Nein, Fallengrube. Ja, stimmt. Sehr gut. Habe ich gar nicht aufgepasst. Klasse. Ja, reicht. Weg. Trotzdem wird das reichen, um unsere Karte zu vernichten. Und das ist wirklich schade. Das ist schade. Schade, schade, schade. Minus 200 Punkte. Sie ist weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Allerdings haben die beiden nur noch 2800 Lebenspunkte. Und wenn wir jetzt irgendwas Gutes sehen, dann können wir das ja ausnutzen. Die Karte ist nicht schlecht. Bringt aber nur, wenn er was sieht. Und wenn er ein normales Monster zieht, kann er, glaube ich, nochmal eine Karte ziehen. Ja, endlich mal was Brauchbares. Dass ich das nochmal erleben darf. So, was haben wir jetzt hier? Oh, Fallenkarten können wir so vernichten. Daher spiele ich diese Karte aus. Der 1800 Angriffspunkte. Spiele dann, obwohl das blöd für Cyrus ist, ein legendärer Ozean. Somit ist natürlich unsere Karte stärker als sonst. Die hat jetzt 2000 Angriffspunkte. Und mit dieser Karte greifen wir nun ganz simpel an. Und somit verlieren die beiden einfach mal weitere Lebenspunkte. Wenn wir eine Wasserkarte abwerfen, die wir jetzt natürlich nicht haben, können wir sogar eine Karte auf die Hand zurückgeben. Durch den Effekt dieser Karte. Wir können keine Karte spielen, aber wir haben endlich mal Monster gespielt. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich grinse gerade. Mehr oder weniger, eher weniger. Echt, das war wirklich nur Glück. Alle verdeckten Karten werden nun aufgedeckt durch diese Feldzauberkarte, die unsere Feldzauberkarte sogar vernichtet. Nee, Verteidigung. Warte, warte, warte. Was kann sie nochmal? Wenn nicht aufgedeckt, die Verteidigung. Nein, warte. Hä, was kann diese Karte nochmal? Er will auf jeden Fall angreifen. Ist schön und gut. Ich werde es mal gucken. Ich werde es mal gucken. Greift die an. Lichtmonster werden um 500 Punkte verstärkt. Nein. Oh. Die ATK werden verdoppelt. Aber eure Karten werden zerstört. Endphase. Ja. Was hat dir das jetzt gebracht? Also Cyrus kann jetzt hier alles rausholen. Wenn er jetzt natürlich Monster zieht. Cyrus, das kenne ich. Das kenne ich. Das Gefühl der Leere. Oh Mann. Oh Mann. Hoffen, dass Cyrus Bastion nichts sieht. Puh. Jetzt brauchen wir Glück. Ja! Klasse! Und wir können ja noch Omi spielen. Da war doch was. Und somit ist diese Feldzauberkarte dort drüben weg.
Klasse! Kommt diese Karte, die wir allerdings nicht verstärken können. Sonst hätten wir das Duell schon gewonnen. Und jetzt haben die beiden nur noch 300 Lebenspunkte. Und das sollten wir doch irgendwie schaffen, oder? Das sollten wir, glaube ich, schaffen. Aber ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es war bisher so ein Glück. Beziehungsweise viel Pech und Glück nebeneinander. Man könnte denken, ich bin ein Lacker. So. Cyrus. Hast du ein Monster für uns? Muss nur 300 Angriffspunkte haben, aber das ist kein Monster. Trotzdem greifst du an und kannst seine Karte natürlich vernichten, aber es ist schon wieder diese böse Karte. Damit kann er jetzt eine weitere Karte holen. Und das ist keine andere als Z-Metallpanzer. Bringt ihm aber erstmal herzlich wenig. Was ist jetzt? Bastion ist jetzt wieder dran, ne? Ja. Und er kann natürlich nicht viel mit Z-Metallpanzer anfangen. Würde ich mal so behaupten. Wenn wir jetzt ein Monster haben, dann haben wir dieses Duell gewonnen. Oder wir spielen diese Karte. Machen wir mal. Aktivieren. Wir müssen eine Karte von unserer Hand abwerfen. Ich wähle mal diese hier. Und wir geben diese Karte zurück aufs Deck. Und wenn wir jetzt direkt angreifen, dann haben wir dieses Duell gewonnen. Spiel, Satz und Sieg. Meine allerliebsten Wörter in diesem Let's Play. Wir haben es geschafft. Gut, du gewinnst. Ack, unmöglich. Meine Formeln waren perfekt. Wo lag nur der Fehler? Gut. Wir haben auch ordentlich Punkte gesammelt. Da können wir uns bald wieder ein paar Booster Packs kaufen. Das hört sich doch gut an. Würde ich mal so behaupten. Okay. Der Ojama tanzt dort unten noch. Und dieses Duell haben wir gerockt. Ack, auf keinen Fall. Super. Ein klasse Sieg. Gut, gehen wir mal raus. Geht nicht, wir müssen mit Crowler sprechen. Und dann beenden wir das Ganze. Sondergelände verlassen. Ein klasse Sieg. Auf Wiedersehen. Ein klasse Sieg. Der Sieg. Ein klasse Sieg. Ein klasse Sieg. Oder? Ja. Ich verwirre mich gerade schon wieder selber. Wir haben eine Message. Und von Shepard. Verdächtige Einrichtung. Ich habe neulich herausgefunden. Überspringen das gerade mal. Dann lesen wir es nochmal von vorne. Ich habe gerade herausgefunden, dass sich in der Nähe vom blauen Mädchenschlafsaal eine Einrichtung befindet, in der verdächtige Forschungen angestellt werden. Angeblich erforscht man dort Duelle und das Duellieren. Dieser Ort scheint sehr gefährlich zu sein, also begib dich bitte nicht in seine Nähe. Und das werden wir nicht einhalten. Das werden wir natürlich nicht einhalten, denn dort gibt es was Besonderes. Das werden wir aber erst in den nächsten Folgen kennenlernen. So, dann gehen wir erstmal hier raus. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.